Hallo, herzlich willkommen hier auf der Klingenbach mit dem Kellerkind. Und wir wollen heute Ballen pressen. Ich habe den Cetus mit Follow Me hinter dem Fend geschickt. Mit 15 Meter Abstand und glaube 3,5 Meter seitlichen Abstand. Wir müssen mal schauen, wenn der erste Ballen rauskommt, ob der den aufsammelt. Weil hier außen war ja jetzt nicht so viel. Ja, da wird es ein bisschen dauern. Aber gut. Ist auch ein bisschen was, was hier liegt. Wollen wir auch nicht einfach liegen lassen. Außen ist deshalb zu wenig, weil ich da zwei Ladungen Stroh, nicht Stroh, sondern Gras aufgesammelt habe. Ja, aber gut. Das Piepen bei dem ist ja die ganze Zeit eigentlich viel früher als muss. Also wir können noch gut fahren hier. So. Die letzten 100. Ein Stück zurück. Schauen wir mal, ob er den jetzt aufsammelt. Er rollt weg, das ist nämlich das Problem. Ja, hat ihn aufgesammelt. Gut. Und wenn einer mal wegrollt, dann müssen wir den hinterher wiederholen. Das ist kein Problem. So, die nächsten Bahnen sollten eigentlich mehr bringen. Statt anderthalb Ballen. Wir schwenken einfach hier rüber. So. Das ist schon was ganz anderes. Einen Ballen sehe ich, aber den zweiten nicht, aber da liegt er nämlich schon wieder vor. Kann das sein? Im Spiegel gesehen, ja. Da müssen wir mal ein bisschen helfen. Aber der zweite Ballen hat er auf jeden Fall aufgeladen.
Ja, könnte einfacher gehen, wenn das Feld gerader wäre. Nicht so abschüssig. Oder wenn er die Ballen noch einmal kippen würde, damit die nicht wegrollen. So, nehmen wir mal eben die Ballen hier rum weg. Voll schön gebrauchen für den nächsten Winter. Heu hatten wir eigentlich im genügend. Was knapp geworden ist, halt Gras. Das war richtig knapp. Jetzt nehmen wir mal hier die gerade Bahn. Nicht so schnell. Ja, den hat er schön aufgenommen. Ja, das, nein, nicht weiterfahren. So. So, dann fahren wir hier auf diese Bahn. Ja, hier kommen wenigstens einige Ballen zusammen. Einen Anhänger sollten wir vielleicht voll kriegen. Ja, der wird dran vorbeigehen. Den werden wir irgendwo wieder einfangen müssen. So, der nächste Ball.
ist er noch hinter uns. Ja. Wegnehmen. Ja, die unterste Lage haben wir doch schon. Ja, wie viel haben wir noch? Hier noch ein bisschen was übrig gelassen haben. Welche Seite sammelt er? Wenn wir hier jetzt knapp vorbeifahren, dann fährt er, glaube ich, drauf. Ne? Ne, hat ihn aufgesammelt. Glück gehabt. Die nächste Bahn. Ups, zu weit. Viel zu weit. Fahr einfach weiter. Ah, aufgesammelt. Noch vier Ballen, dann müsste der Anhänger eigentlich voll sein. Nächste Bahn. So, haben wir so gut wie noch drei Bahnen hier. Und dann ist das Feld doch schon komplett fertig.
Ja, nicht weiterfahren, erst zumachen. Ja, und das ist noch eine lange Bahn. Kommt noch ein Bahn raus. Müsste aber, glaube ich, der letzte Bahn sein, der auf dem Anhänger passt. Immer die größeren Haufen noch mal mitnehmen. Na ne, zwei Stück passen noch. Dann kriegen wir gerade so den Wagen voll. Kriegen wir bis auf einen Bahn, den wir wahrscheinlich nicht mehr voll kriegen werden. Wollte erst zu machen. Ja, das wird nichts mehr mit noch einem Bahn. Da haben wir hier, hätten wir vielleicht den Rand nicht mitgenommen, hätten wir vielleicht den Anhänger voll bekommen, aber so leider nicht. Gut, müssen wir so zurück. Die Presse ausschalten. So, dann können wir mal hier in einem Zetus reinspringen. Würde ich sagen, wir können es wieder auf 0 setzen. Und dann kann er uns so folgen. Dann haben wir den auch mit am Hof. Folgst du noch? Ja. Und mit der Ladung geht's zum Hof. Genau. Die ersten Heuballen. Die Felder wachsen, aber ist alles noch in der teilweise ersten, zweiten und dritten. Aber ist das erste oder ist das auch schon zweite? Das könnte auch zweite sein. Dritte wäre ja dann die vierte, kurz vorm Erntereif. Wie gesagt, wir werden die Zeit auf 5 weiterlaufen lassen. Wir werden die Sachen jetzt erstmal hier auf den Hof verteilen.
weil die werde ich ja jetzt brauchen. Immer wieder. So, kann ich den Cetus mal rausnehmen. Strong F rausgenommen. Weiß nicht, ob ihr Follow Me benutzt als Helfer. Ja, wie gesagt, jetzt fehlt hier ein Ballen. Ja. Nicht gut. Weiter ausholen. Ja, Heuballen hatten wir eigentlich keinen. Immer genügend. So, das, liebe Leute, soll es aber wieder gewesen sein hier auf der Klingenbach mit dem Kellerkind. Ich werde jetzt nochmal den Anhänger hier ins reinstoßen in die Halle, vielleicht nochmal einen Ballen aufsammeln. Und dann werde ich gucken, dass ich die Ballen irgendwo in der Halle platziere. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Seid nächstes Mal wieder dabei, hier auf der Klingenbach mit dem Kellerkind. Bis dann, ciao, ciao.